Guten Morgen, willkommen zu einem neuen Daily. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie. Wir sind gerade hier beim Checkout. Ich warte gerade, dass es losgehen kann, denn wir fahren in den Zoo von Prag. Heute unser letzter Tag in Prag und es soll richtig, richtig warm werden. Heute sollen 26 Grad werden. Gestern bei der Burg oben hat es uns fast weggewedelt, also da brauchte ich schon Ziegelsteine für die Hosentaschen. Und heute sollen gleich mal wieder 26 Grad werden. Freue mich drauf. Morgen soll sogar noch wärmer werden, aber heute erstmal 26. Los geht's, auf in den Zoo! Yay, funktioniert. Im Zoo angekommen. Chicken. Komm her, kleines Chicken. KFC. Jetzt hüpft es los. Kam der jetzt hinterher? Genau. Guck mal, wie er guckt. Hey, krass, der guckt mit der Kamera hinterher. A great wall, Bill. Wo geht's hier lang? Da sind Flamingos. Oh. Guck mal! Babyenten! Sind die niedlich! Irre. Das ist noch eine Schildkröte hier unten. Krass. Oh mein Gott. Hier ist ein Tropenhaus. Ich liebe Tropenhäuser. Geh auf. Yay. Hier gibt es ganz viele bunte Vögel. Cool. Bin ich mal gespannt. Ich liebe Tropenhäuser. Wow. Bis jetzt sehe ich nur nichts. Da sitzt eins. Doch, hier ist überall ein bisschen Bewegung. Hast du schon was gefunden? Na, da sitzen was. Da sitzen welche. Voll viele bunte Vögel hier. Hier kreucht und fleucht alles und fliegt. Da hinten ist was ganz... Oh, der geht jetzt so hoch. Da oben ist ein ganz bunter. Voll krass. Jetzt geht's ins Restaurant zum Mittagessen. Hier ist so eine Seilbahn. Musst du auch bezahlen, ja. Musst du auch bezahlen, auch. Jetzt gehen wir mit dem Lift fahren. Super, da brauche ich auch keine Kette.
geht's hoch hinaus. Mal gucken, wo wir da oben ankommen. Jetzt kann man wieder cool über Prag gucken. Gleich sind wir oben. Angekommen. Pferdchen. Kriegen gerade was. Guck mal, hier gibt es Mohrrübe. Mohrrübe, die haben sogar Nummern. Eine Runde Tschechisch. Zoologika, Zarada, Sukasti, Jeverniho, Zeleneho, Tahu, Pratskeho, Ato, Kasti. So, und was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Also das Tier, was hier in dem Gehege wohnt, das muss ein Hanghund sein. Es muss auf der einen Seite lange Beine haben und auf der anderen Seite kurze, damit das hier stehen kann. Wow. Los Evropski. Okay, das ist ein Elch. Da ist er. Der chillt. Oh, jetzt. Der chillt seine Base. Los Evropski, guck mal her. Was gibt es denn hier zu sehen? Ich glaube, das heißt Gattung Mensch, was es hier zu sehen gibt. Bei der Arbeit. Wer kann mir sagen, was das für ein Tier ist? Ich habe das noch nie gesehen. Was steht denn hier dran? Pekari Wagneruf. Pekari Wagneruf. War es ein Schwein? Keine Ahnung. Da sind noch zwei. Na, machst du das ordentlich? Hier sind einfach mal voll viele die Leute, die ihre Hunde im Wagen rumschieben. Hier werden nicht die Kinder im Wagen rumgeschoben, sondern die Hunde. Irre. Die können doch selber laufen. Warum laufen die nicht selber? Hier sind Elefanten. Die haben echt schönes Gehege. Recht viel Auslauf mit Wasser. Den geht's hier, glaube ich, ganz gut. Oh mein Gott, hier gibt's einen Buddha. Oh, ich vermisse Thailand so sehr. Voll Fernweh. Ich habe keine Ahnung. So was wie ein Labyrinth. Mehr ist das auch nicht. Oh. Das ist mal wieder bei den Elefanten. Was haben wir denn hier? Ein Bongo Horsky. Alles klar. Hier ist schon wieder so ein großes Hühnchen. Komm, mach's. Fuß. Mach mal ein Rad. Alle laufen dem hinterher. Jetzt hier noch ein Haus. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Afrikanisch ist irgendwas. Hier riecht es nach Elefantenpups. Oh. Was gibt es denn hier? Okay. Da ist noch eins. Es schläft. Voll am Pennen. Ich glaube, wir haben jetzt den Höhepunkt der Temperaturen heute erreicht und es ist richtig gut.
Es ist absolut nicht zu kalt mit so einem kurzen Shirt und kniefrei quasi. Richtig cool heute das Wetter. Hier gibt es gerade mächtig Beef. Jetzt ist der dran. Hier sind so klitzekleine Mini-Schafe. Oh Gott. Plätzchen. So mini-klein. Oh. Mittlerweile wieder im Auto, auf dem Weg nach Hause heute. Mir tun schon wieder die Füße weh, also durch den Zoo sind wir jetzt auch sicherlich einige Kilometer gelaufen. Es war anstrengend, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben wieder total viele schöne Bilder gemacht und haben auch total viel gesehen. War echt nicht schlecht. Und jetzt geht es nach 3 Tagen aber auch wieder nach Hause. Ich freue mich aber auch schon auf zu Hause. Zu Hause. Wollen wir mal gucken, was uns für ein Begrüßungskomitee erwartet. Na? Oh, zu Hause ist doch am schönsten. Oh mein Gott, mein ganzes Babyhaar wächst hier nach. Also wenn das alles nachwächst, habe ich wieder richtig dicke Haare. So ihr Lieben, ich bin fertig. Fertig mit dem Vlog, fertig auf die Füße. Oh, und endlich wieder zu Hause. Ich beende das Ganze jetzt hier an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar. Abonnieren ist kostenlos und würde mich sehr unterstützen. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr keine Daily Vlogs mehr. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.